Tja, Freunde, herzlich willkommen zu einem Video. Hier zu Fortnite. Und zwar ist das Valentinstag-Update vor wenigen Tagen erschienen. Und mit diesem Valentins-Update sind auch zwei neue Modi, beziehungsweise ein neuer Modus halt bei in verschiedenen Locations dazugekommen. Und zwar Search and Destroy. Das ist im Endeffekt ein 6 gegen 6, muss eine Bombe deaktivieren. An jeden, der schon mal CSGO oder Overwatch gespielt hat, der weiß ungefähr, wie der Modus abläuft. Ja, Leute, heute mal wieder ohne Overlay. Ich arbeite gerade an was und dafür muss ich das Ganze deaktivieren. Aber es wird auf jeden Fall was kommen und es wird nice, Leute. Auf jeden Fall zocke ich jetzt hier gerade Search and Destroy Factory Modus. Das ist klar, diese Modien sind komplett subjektiv, was man jetzt lieber macht oder nicht, aber ich mache den Factory-Modus um einiges lieber. Ihr könnt den anderen Modus auch lieber mögen, ist ja eure Sache, ne? Aber im Endeffekt spielt man hier praktisch ein Team von 6 und es ist ein 6 gegen 6, also sprich 12 Spieler insgesamt. Und am Anfang, jetzt muss ich mal kurz die Runde starten, von den 12 Spieler, jetzt klingt die Runde erstmal an, sehr schön. Also am Anfang kriegt man 50 Coins, wie man jetzt auch gleich sehen wird, respawning. Genau, 50 Coins, also Pistole mit Granaten, ne? Und diese 50 Coins ist sehr, sehr empfohlen, sich hier erstmal Schild damit zu kaufen, denn Schild ist extrem wichtig in diesem Modus, denn man hat nur 20 Bild, also sprich, es ist eigentlich ein Modus ohne Bauen zu sagen, ne? Und ja, dass man da nicht gleich alles seiner AP in den ersten 50 Sekunden verliert, ist halt ist Schild sehr, sehr empfohlen. Außer du hast irgendwie eine Infantry Rifle oder sowas, die einfach richtig krass ist. Okay, Leute. Also. Okay, es ist schon wieder ein 3 gegen 5. 3 gegen 60 Vollpfosten, nicht 3 gegen 5 Lul. Hab einen, sehr schön. Bam. Sehr schön, bam. Okay, Leute, okay, wir haben letzte Runde schon mal gewonnen. War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Okay, wir haben 3 Coins. Könnte ich mir jetzt schon hier einen Shotgun holen? Oder ich könnte mir jetzt Leben holen. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt aber tatsächlich damit eine Shotgun, denn Leute, wenn ich dieses Schock, ich nicht sterbe, dann kann ich in die nächste Runde auch wieder ein bisschen Schild holen, aber ich kann die Shotgun behalten. Ne? Ja, ich darf bloß nicht sterben, es ist das Einzige, was ich nicht machen darf. Ja, also sprich, Mission ist nicht zu sterben. Obwohl, das ist auch, obwohl, naja, das ist irgendwie generell die Mission bei allen Aufgaben in Fortnite, also. Warum sage ich das eigentlich? Aber jetzt halt nochmal besonders. Ist halt mir so nochmal besonders wichtig. Denn sonst verliere ich meine Shotgun wieder. Oh, yo. Sehr schön. Nein! Wie viele Leute waren gerade hier? Also, ich wurde gerade vorhin gegangen, was. Gefühlt zwei Leuten. Einfach von allen Seiten attackiert. Das war jetzt nicht allzu nice, mal freundlich zu sagen, ne? Oh, jo. Nein! Nice, okay. Gut, da ist da vorne noch jemand. Habe ihn. Oh shit. Nice! 4 zu 0. Wir haben gewonnen. Leute, erste Runde ist der Sieg, ist ja nice. Okay, gut. Ich würde sagen, ich spiele nochmal auf der anderen Map. Ich mag die Zahl ein bisschen weniger, aber ich meine, wenn wir 4 zu 0 gewonnen haben, dann ja, probiere ich mal die andere Map aus, weil, naja, es ist halt ein Video und sowas, also might as well, ne? Das hatte. What? Ich seh da gar keinen. Digga, die sind Geister, die Gegner.
Also die Gegner haben es, also die haben es geschafft. Die haben diesen, die haben den Modus verstanden und die haben die Map verstanden. Die wissen genau, wie man hier gewinnt. Auch wenn man, sagen wir mal, die etwas schlechtere Anfangskarte hat. Aber what? So. Ich wurde noch nie so krass aus Mut oder aus Smartest, als ich auf dieser Map gestartet bin. Okay, 23er. Okay, gut, aber es ist jetzt ein 2 gegen 5. Also sprich, sie sind eigentlich fast tot. Automatisch. Hinter mir, leck mich. Naja, fehl, Leute. Nice. Also irgendwer seid hier gerade von einem Winkel. Ich weiß nicht, wo der Winkel ist, aber der muss extrem krass sein. Weil keine Sau sieht diesen. Digga, von wo kommen diese Schüsse? Ich bin davor gestorben, mein Team ist da schon davor gestorben. Die sind gerade am Gewinn. Warum? Weil keiner einen blassen Schimmer hat, von wo der Typ schießt. Digga, wo ist der? Oh! Ja! Alter, ist der Typ, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Leute, wir haben gewonnen, sehr schön. Also jetzt ist halt echt die krassesten Waffen. Nach dem so, ne? Also. Fast. Er ist white. Der ist auf jeden Fall white. Alter, wie. Ja, Mann, ich wollte nicht in den Heavy Sniper auf den Schuss reinlaufen, aber ich hab's natürlich genau gemacht. Alle haben Heavy Snipers. Alle. Ohne Ausnahme. Alle haben einen Heavy Sniper. Also, jetzt wo ich das so sehe, es ist gar nicht so schlecht. Also, es ist echt gut, dass das Ding aus dem Spiel rausgekommen ist. Nur für solche ATMs zurückgekommen ist. Also, es ist echt gut. Leute, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben da geben. Abonniert nicht vergessen, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Haut rein und ciao.